dann, was für uns wiederum noch jetzt als Kirche interessant ist, ist natürlich wiederum der nächste Sprung, die Übersetzung des kompletten Alten und Neuen Testamentes in das Lateinische. Das macht allerdings dann keine Gruppe mehr, sondern das macht ein Workaholic der Antike, ein asketischer Workaholic der Antike, ja, besessen von Arbeit, Askese und Jungfräulichkeit. Verliebt in jeden Streit, den er haben kann. Das ist der heilige Hieronymus. Ich verehre den sehr. Das ist ein großartiger Mann. Stammt aus Jugoslawien, darf man nicht mehr sagen, gibt es ja nicht mehr. Ich weiß aber nicht jetzt, in welcher Ecke des ehemaligen Jugoslawien das jetzt liegt. Also irgendwo Dalmatien, dort, dalmatische Küste, dort kommt er her. Er treibt sich dann in Rom herum, hat übrigens ein tolles Leben geführt, ja, sehr ausschweifend, sehr agil. Lässt in Rom keine Disco aus in seinen Jugendjahren, also vergleichbare Veranstaltungen natürlich. Ja. Diese Vorstellungen plagen ihn noch im hohen Mannesalter, während er über Bibelübersetzungen betet. Aber wird dann Christ, versucht zunächst eine Hofpolitik in Rom, da klappt es überhaupt nicht für es. Also jede Spur an Diplomatie ist wirklich, jeder Hauch von Diplomatie ist spurlos an den vorübergegangen. Ja. Und wird dann aus Rom verjagt, zieht ins Heilige Land. Was damals nicht selbstverständlich ist, dass er die biblischen Sprachen lernt, also auch das Hebräische wirklich lernt, ja, guten Kontakt auch zu Juden hat, lässt sich dann in Bethlehem wieder. Das ist nicht selbstverständlich, das ist etwas ganz Großartiges an ihm. Und führt natürlich eine Korrespondenz, ja, die ihresgleichen sucht, aber auch harte Kost ist. Also mit Augustinus kommt er, Augustinus ist damals noch ein relativ junger Mann, Hieronymus schon in den Jahren, die kloppen sich, versöhnen sich aber Gott sei Dank wieder. Augustinus schon deshalb eigentlich kein Gesprächspartner für Hieronymus, der kann dann noch nicht mal Griechisch. Ja? Außer seinem komischen Afro-Dialekt, den der da spricht, ja, irgend so ein numidisches Kauderwelsch, ja, kann der gerade mal so Latein, also Bauernsprache, ja, das ist ja irgendwie nichts Gebildetes. Und Griechisch, mein Gott, kann der nicht. Ein anderer, der wiederum für Augustinus wichtig ist, der gut Griechisch kann, diese ganzen Schriften hat, etwa die Schriften des Origenes, aber das ist leider für Hieronymus die ganz falsche Adresse, sitzt in Mailand, hochgebildeter Mann, wird zum Bischof gewählt, ohne dass er getauft ist, Ambrosius, den Hieronymus dann, weil er manchmal theologische Meinungen vertritt, die er nicht leiden kann, als übelkrächzende schwarze Krähe bezeichnet in einem Brief. Ja. Also in der Wahl seiner Bilder und schmückenden Beiwörter ist Hieronymus nicht wählerisch. Aber die Frauen haben es ihm angetan, vor allem solche, die jungfräulich leben. In Rom hat er Zutrittsverbot in der Stadt, weil man sagt, er entvölkert die Stadt mit Jungfrauen. Er scheint ein Charisma zu haben, ja? Dass wenn der dreimal gepredigt hatte, wollten die alle nicht mehr heiraten. Haben gesagt, alle kommen, Koffer packen, ab nach Bethlehem, Jungfrau. Ja? Das hat er allerdings auch, das gehört sich jetzt nur am Rande zum Thema, aber um das dann die Hieronymus-Kurve zu schließen, das hat er allerdings auch einen Aspekt, das war natürlich etwas anderes, sozusagen ein solches asketisches Leben als Jungfrau und damit selbstbestimmte Grande Dame zu führen, ja, als irgend so einem römischen Bauerntrampel, ja, unterstellt zu sein, dem man da anverheiratet wird und nach dessen Frage zu tanzen ein Leben lang. Das ist natürlich echt eine Alternative. Und das ist im Grunde genommen, Hieronymus ist einer der Wegbereiter des Feminismus, das kann man gar nicht genug betonen. Ein bisschen einseitig so, aber ist nicht ohne. Jetzt gar nicht zu lachen. Das meine ich ganz ernst. Also, mit der Vulgata, es gibt inzwischen natürlich auch eine Neo-Vulgata. Manche Leute in Rom meinen ja, sie können besser Latein als Hieronymus oder Ambrosius. Das ist leider Gottes eine Zeitkrankheit. In der Regel werden die Texte verschlimmbessert. Das ist genau wie wenn jetzt irgendwie die Rechtschreibkommission sich hinsetzt und die Goethe-Gedichte verbessert. Ja? Gnade uns Gott. Das wird genauso ein Reinfall wie mit der Rechtschreibreform. Ja? Aber in Rom gibt es halt eben auch Kommissionen, Leute, die beschäftigt werden wollen, die schreiben dann schon mal eben was um. An manchen Punkten ist das wirklich eine Verbesserung, weil natürlich Hieronymus immer auch auf die Art und Weise, wie man Hebräisch verstanden und gelernt hat, angewiesen war. Das kann man heute manchmal in wenigen Punkten auch besser machen.